Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Business ganz einfach, die Show, wo euch die wirklich wichtigen Dinge in der Geschäftswelt hammerhart erklären. Heute geht es um ein Thema, das so ein bisschen in ein Video mit einfließt, das wir schon mal hatten, und zwar Nein sagen zu können. Doch heute geht es darum, dass man lernen muss, eben auch mal zu sagen, jetzt fokussiere ich mich nur auf mich selber. Jetzt ist Robin Zeit und nicht irgendjemand andere Zeit. Ja? Zu oft ist es so, dass man, sag ich mal, was machen will und dann hat man halt gesagt, das hat man nie gemacht, weil das kam dann und dann musste ich das machen. Aber man muss irgendwann mal auch einfach sagen, das mache ich jetzt für mich selber, weil ich es machen will, weil es mir Spaß macht oder weil es mich weiterbringt. Sei es eben zu sagen, man macht sich selbstständig und sagt dann halt, dann kann ich weniger mit meinen Freunden abhängen. Aber ich werde jetzt diese Zeit für mich nehmen und was für mich machen, was mich glücklich macht oder mich weiterbringen kann. Oder wie siehst du das? Also ich kann euch nur eins raten, und zwar, das ist ein gesunder Egoismus. Ganz ehrlich, ich habe viel zu viel für andere gemacht in meinem ganzen Leben. Viel zu viel auch, ob es für Kinder ist oder für Familie oder für Frau oder für was auch immer. Ich will damit nicht sagen, dass ich mich nicht um euch kümmern wollte oder sowas. Aber ich sag mal, ich habe nicht um uns kümmern. Was hätte ich für ein geiles Leben, wenn ich euch nicht gehabt hätte, aber gut. Nein, es ist einfach, ich sag mal, das Problem ist einfach, ich kann euch nur raten, wirklich egoistisch zu sein, so hart das klingt, aber in der Geschäftswelt, ich sag mal, da gibt es keine Freunde, das ist ein knallhartes Leben und da muss man einfach an sich selbst denken und natürlich ist Familie, nehme ich jetzt mal außen vor, das ist ein separater Bereich, natürlich geht der immer vor dem Geschäft. Haben wir auch schon ein Video gemacht. Aber es ist schon so, dass natürlich das Geschäft euch auch ernährt, also es muss schon wichtig bleiben und ich sag mal, solange ihr alleine seid und keine Familie habt, habe ich gesagt, kann ich euch nur raten, absolut egoistisch zu sein. Zieht euer Ding durch, macht das, was ihr wollt. Und selbst, ich hab einen Fall erlebt, wo ich so gedacht habe, Alter, wie scheißend dämlich bist du eigentlich. Ja. Also, und zwar war das einer, der hat die Yacht gebaut und der hat ein Angebot bekommen, als Technikingenieur, also als sozusagen Chef von der Technik, mit auf das Schiff zu gehen, weil er es kennt, weil er es mitgebaut hat, hat er ein Angebot gekriegt für das Dreifache des Gehaltes, was er normal hat, das Dreifache, ja, plus dann eben, ich sag mal, das Schiff liegt dann in der Karibik, das heißt, man lebt dann in der Karibik und er hat dann... Ein halbes Jahr unterwegs, andere halbe Jahr hast du frei. Ja, und er hat dann gesagt, nein, also das kann er nicht annehmen, weil seine Freundin ja hier liegt. So, wo ich einfach sagen muss, gut, wenn man Frauen und Kinder hat, dann ist das eine andere Geschichte. Aber als, ich sag mal, wegen meiner Freundin jetzt zu sagen, ich verzichte auf so eine Chance, da muss ich einfach sagen, also ich glaube, da wäre ich egoistischer gewesen. Ja. Dann hätte ich gesagt, okay, das mache ich jetzt. Gut, gibt ja auch andere Wege, man hätte versuchen können, ja auch, dass die Freundin da auf dem Schiff arbeiten kann. Ja. Also da muss ich einfach sagen, weiß ich nicht, also da wäre ich wahrscheinlich dann doch schon ein bisschen egoistischer gewesen. Also heute. Damals vielleicht hätte ich es genauso gemacht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe viele Entscheidungen getroffen, die ich zum Wohle anderer getroffen habe, aber wo ich heute sagen muss, das würde ich heute nicht mehr tun. Aber das ist eben das, was man über die Jahre auch lernt. Und darum sage ich, man muss einen gesunden Egoismus haben, wenn man weiterkommen will. Weil nur es immer allen anderen recht machen zu wollen, wird man niemals weiterkommen. Oder ein Problem damit zu haben, dass jemand anderes verliert, wenn du gewinnst. So, irgendeiner wird immer das schlechtere Ende des Deals, sage ich mal, haben. Ist so. Und da muss man halt wissen oder mit sich okay sein, dass man sagt, ich will gewinnen, ich will weiterkommen. Und dann war ich halt besser als der andere. Und ich würde es halt auch so sehen, dann kann der sich verbessern daraufhin, weil er eben verloren hat. Aber viele sagen halt, nee, das will ich dem nicht antun oder dies, das, jenes. Nein, das ist und Quatsch. Verzichten dann. Also ich sag mal, man muss natürlich, ich sage immer, Fairness auf jeden Fall. Ja. Fairness muss sein. Ich habe nie unfair gespielt, aber man muss schon an sich selbst denken und ansonsten kommt man nicht weiter. Ist einfach so. Also dann, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst uns doch bitte ein Like da, lasst uns ein Abo da für den Kanal. Teilt es mit euren Freunden oder Leuten, wo ihr denkt, die könnten auch davon profitieren. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet über dieses Thema oder ein anderes, dann stellt sie uns gerne in den Kommentaren oder schreibt mir auf Instagram und wir beantworten sie entweder dort oder wir machen ein separates Video daraus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. That's why I'm like FD off the side. Real eyes, real lies, all those real lies. Meet me on the other side, them ones. I fucked up this verse, but I'm on one.